es tut gut, Positionen gegenseitig auszutauschen und auch zu begründen, warum wer für was steht. Was läuft momentan gut oder was läuft momentan nicht gut in der ganzen Debatte rund um den Arbeitsmarkt und die anhaltende Rekordarbeitslosigkeit in Österreich. Ich finde, die Runde war sehr, sehr gut gewählt. Dass die Arbeitgeberseite auch da war, war sehr, sehr wesentlich, finde ich, und die Wissenschaft. Und das gab in Summe einen super Mix. Ich darf mich sehr herzlich für die Einladung bedanken. Der Sommerdialog ist ein interessantes, ein spannendes Format. Also es war wieder mal sehr, sehr spannend. Wir haben viele Impulse gekriegt. Ich glaube, dass das sehr befruchtend ist. Es war eine sehr offene Diskussion. Es war ein sehr anregender Austausch, weil die Probleme sind ja groß genug. Wir brauchen auf alle Fälle Qualifizierungsprogramme mit dem Schwerpunkt Zielgruppe junge Arbeitslose, auch Jugendliche, Beschäftigungsförderungen ausgebaut für Ältere und für Personen, die es schwer haben, auch wenn die Konjunktur wieder anzieht. Die Arbeitslosigkeit von Frauen ist zum ersten Mal höher als die von Männern. Die Corona-Arbeitslosigkeit geht zu 85% zu Lasten der Frauen. Und deshalb braucht es auch ganz gezielte Investitionen in dem Bereich. Ich wünsche mir, dass gewisse Maßnahmen schneller in Bewegung kommen und auch in Kraft treten. Was mir generell fehlt, ist, dass die Regierung zu sehr auf den Privatsektor setzt. Das wird so nicht funktionieren, weil einfach die Wirtschaft so schlecht läuft und auch der Export so schlecht läuft aktuell, dass die nicht von selbst den Aufschwung schaffen werden, sondern da braucht es einfach den Staat. Es braucht mehr Lehrplätze, mehr Lehrstellen im staatsnahen und im staatlichen Bereich. Und natürlich soll es auch Anreize geben für Betriebe, damit sie über Bedarf ausbilden, damit wir diese Lehrstellenlücke gemeinsam schließen können. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die strukturellen, langfristigen Auswirkungen dieser Krisensituation auch im Auge zu behalten und von Qualifizierungsprogrammen bis Beschäftigungsprogrammen die Initiativen zu setzen.